Gier ist übersteigerter Ehrgeiz, oft mit niedrigen Beweggründen und oft zulasten anderer. Neugier ist positiv, Begierde vielleicht gerade und neutral und Gier ist eindeutig negativ. Aber ganz ohne schneller, höher, besser geht es auch nicht. Und von klein auf, es war immer mein Ziel, beim 60-Meter-Lauf vorne zu sein. Dann hatte ich mal auf Aschenbahn früher als andere Spikes. Das ist ein Wettbewerbsvorteil. Aber ich glaube, es ist keine Gier. Ich war stolz drauf, Spikes zu haben und konnte dann eine halbe Sekunde schneller laufen. Oder die VfB-Spieler sind nicht gierig, aber sie müssen ehrgeizig sein, damit sie die Hertha wegputzen. Gier ist dem Menschen nicht fremd. Vielleicht auch dem Lebewesen nicht fremd. Und Politik ist Teil der Gesellschaft. Geldgier kommt in der Politik eher nicht vor. Machtgier vielleicht schon eher. Je mehr man nach oben kommt, wird die Luft dünner. Und die Gefahr, dass es eben auch zu Egoismus kommen kann, eher größer. Das Gute ist, wenn jemand vor Gier strotzt, kann er es nicht verbergen. Das merken die anderen. Nicht am ersten Tag, aber über kurz oder lang merken sie es. Und dann sind die Kräfte zu reagieren, ihn einzubremsen oder sie einzubremsen, ihn nicht zum Ziel kommen zu lassen, meistens stark genug. Aber umgekehrt, wenn man nicht Macht anstrebt, dann ist man in der Politik nicht auf dem richtigen Arbeitsfeld. Gerhard Schröder war mal in Bonn vor dem Kanzleramt am Zaun und hat daran gerüttelt und sagt, ich möchte hier rein. Er war sicherlich machtgierig. Als junger Mann gegen Helmut Kohl, das halte ich für legitim. Das ist der Wettbewerb. Ehrgeiz ist menschlich. Und ohne diesen Trieb wäre die Menschheit nicht dort, wo sie ist. Das heißt, nur Ellenbogen wäre falsch. Es geht aber darum, ob die Beweggründe okay sind. Wenn ich ein Thema habe, ein Ziel habe und überzeugt bin, das sollte kommen, dann muss ich auch die Macht anstreben, um es zu realisieren. Und Macht heißt hier Mehrheit. In den Jahren der Politik war ich gierig auf Schlaf und Freizeit. Oder auch mal, um Blödsinn zu machen.